Der Cross-Border-Journalismus ist ein Arbeitsprozess, wie anderer Journalismus auch. Der besondere Aspekt ist halt, dass man in einem Team zusammenarbeitet und die Teamarbeit mit einbeziehen muss in seine Planung. Das heißt, man muss schauen, welche Sprachen brauche ich, in welchen Ländern geschieht diese Recherche, und dann muss man sich da Kollegen finden, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das fordert ein bisschen mehr Planung und Struktur, aber es gibt dann auch halt eine größere Durchschlagskraft. Nun, ich denke, man kann erstmal lernen, dass es wie ungemein wichtig es ist, zusammenzuarbeiten unter Journalisten. Und dann kann man rein praktisch viel, viel Erfahrungen sammeln. Also in diesen Kreisen treffen Journalisten sich ja und teilen Erfahrungen mit und sagen, das war schwierig, da haben wir einen Fehler gemacht und das haben wir davon gelernt. Das ist sehr schön zu erleben, dass da große Offenheit herrscht, mit dem Ziel, diese Methode zu entwickeln. Und ich denke, vielleicht können die Cross-Border-Journalisten gerade von Ihnen viel lernen, weil oder in jedem Grenzgebiet ist man sich sehr darüber bewusst, wie die Unterschiede sind. Also da gibt es Unterschiede, wie man mit Quellen, für Journalisten, wie man mit Quellen umgeht. Es gibt Unterschiede, wie man Artikel schreibt, also wie man das, was man gesammelt hat, das Material an seine Leser oder Seher oder Hörer vermittelt. Und je mehr man sich über diese Unterschiede klar ist, desto besser kennt man auch seine eigenen nationalen blinden Winkel vielleicht. Das heißt, ich denke, Cross-Border-Journalisten sollten wahrscheinlich alle hierher kommen, um von Ihnen zu lernen. Das ist ja auch der Anlass, warum wir heute hier sind. Aber generell geht es halt darum, die verschiedenen Kulturen inklusive der eigenen zu verstehen und sich gegenseitig zu respektieren. Weil es gibt große Unterschiede, wie man Journalismus betreibt in verschiedenen Ländern. Das ist nicht eins besser als das andere, es ist unterschiedlich, es hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und wenn man die in einem Team zusammen poolt, dann kann man alle die Schwächen beiseite lassen und alle die Stärken ausnutzen. Investigativer Journalismus ist ja eigentlich sehr gründlicher Journalismus und braucht halt Zeit. Das heißt, von Arbeitgeberseite muss für Qualität Zeit gewährt werden. Es mag sein, dass auch Reisen gewährt werden müssen. Also die nötigen Ressourcen müssen dafür da sein, das ist klar. Vom Staat her ist die Frage der freien Meinungsäußerung, Quellenschutz und so weiter, ich denke, Investigativjournalismus an sich ist nicht so ein merkwürdiges Tier, das ganz anders aussieht als alle anderen Journalisten, sondern es ist einfach ein gründlicher, nicht ganz so schneller Journalismus wie die alltäglichen Nachrichten. Viele Journalisten, die Alltagsnachrichten machen, um die täglichen Sendungen und Spalten zu füllen, machen zwischendurch dann auch, wenn sie auf ein Thema stoßen, eine große Recherche, ein investigatives Stück. Und das ist eine Methodefrage. Man sollte als Journalist sich über die Methoden im Klaren sein, dass man, wenn man dann den Anlass hat, diese Methoden wirklich zu brauchen, weil es wichtig ist, dass man dann daran gehen kann. Und meine Erfahrung aus meiner Zeit, als ich Nachrichten gemacht habe oder Alltagsberichterstattung, da habe ich dann auch immer, wenn ich zum Chef dann gegangen bin und gesagt habe, du, ich habe hier was zusammengesammelt, ich muss jetzt 14 Tage frei haben, um nur damit mich zu beschäftigen, dann habe ich das auch gekriegt. Journalism Fund ist eine belgische Organisation, die ursprünglich sich unabhängigen und gründlichen Journalismus in Flandern auf die Fahnen geschrieben hatte, vor 20 Jahren. Und die haben ein sehr schönes Modell entwickelt mit Arbeitsstipendien für Journalisten, wo aber eine Unabhängigkeit eingebaut war durch ein Peer Review Jury, also eine anonyme Jury. Und denen bin ich vor über 10 Jahren begegnet, als ich Brüssel-Korrespondentin war, und da haben wir gesagt, wir müssen sowas für Europa aufbauen. Wir müssen Cross-Border-Journalismus fördern, anstoßen, den Journalisten die Möglichkeit geben, selbst wenn der sparsame Chef sagt, du, ich kann dir keine Reise bezahlen, damit du Cross-Border-Team aufbauen kannst, dann konnten wir da eben ein Recherchestipendium geben. Und das habe ich
dann mit aufgebaut. Seit 2008 bin ich dabei und inzwischen auch seit einigen Jahren auf Vollzeit. Wir fördern Cross-Border-Journalismus, unabhängigen Journalismus. Wir mit Recherchestipendien und mit einer großen jährlichen Konferenz, wo Journalisten aus ganz Europa sich dann treffen können, um solche Netzwerke überhaupt erst aufzubauen. Das ist die Netzwerksidee. Also wenn ich in einem Netzwerk arbeite, ist es im Ausgangspunkt erstmal so, dass ich gebe. Weil ich darauf baue, dass das Netzwerk mir dann auch zurückgeben wird, wenn ich frage. Also ich habe das und ich habe diese Information und dieses Dokument und gebe. Und wenn ich dann eine Frage stelle ins Netzwerk, dann sagen die, ja, hier. Und die wissen, dass ich zu geben pflege, das heißt, die geben auch gerne zurück. Das ist die Grundidee der Netzwerkerei. Da muss man, also wenn ich bei jedem Schritt da reingehe und denke, what's in it for me, dann schließen sich die Türen der Netzwerke und dann sagen alle, ach, das ist so jemand, der immer sagt, what's in it for me, dann kommt man nicht so viel weiter. Also das ist die Netzwerksnatur sozusagen. Das andere, was wichtig ist, wenn man eine Recherchegruppe zusammenbaut, ist, dass es muss von Interesse sein für alle teilnehmenden Kollegen. Also wenn ich eine Recherche habe, die, weiß ich nicht, in Dänemark, Deutschland, Frankreich und Spanien läuft, wo aber für den Dänen überhaupt kein Interesse in der Veröffentlichung wäre, weil in Dänemark interessiert sich niemand für gerade dieses Thema, dann ist es schwer, den zu überzeugen, da Zeit zu investieren. Also man muss immer so ein Win-Win schaffen. Manchmal braucht das ein bisschen extra Recherche. Wenn ich dann zum Beispiel zu gerade diesem Thema dem Dänen sagen kann, hör mal, aber euer Politiker, der so und so sagt, der ist auch in dieser Datenbank drin. Wäre das nicht doch was, dann sagt der Däne, ah, ja doch, vielleicht. Und dann hat man ein Win-Win geschaffen. Also man muss oft ein bisschen Vorrecherche machen, um den Kollegen zu sagen, da ist auch was für dich drin.